Aus heiterem Himmel erwischt. Ein Knall und du hast dich verliebt. Hielt dich immer für einen Witz, der Träume mit Romanen vermischt. Klarer Fall, dass es sowas nicht gibt. Ich hatte all meine Gefühle immer voll unter Kontrolle. Doch seit ein paar Tagen bin ich völlig von der Rolle. Anscheinend gibt sie doch die Liebe auf den ersten Blick. Jetzt kommt für mich der Karriereknick. Die Frau hat Rhythmus. Vielleicht verklag ich sie auf Unterlass. Sie hat mir den Verstand geklaut. Ich kann nicht mehr frei wählen. Und was sie mit mir macht, das kann ich niemandem erzählen. Sie hatte leichtes Spiel mit mir, ganz einfach deshalb, weil wir Männer denken manchmal mit dem falschen Körperteil. Ich hab sie tanzen gesehen, da war's auch schon passiert. Ich hab sie nur noch angestarrt, völlig ungeniert. Da kommt sie auf mich zu mit einem Lächeln wie ein Messer und sagt, hey, mit geschlossenem Mund gefällst du mir viel besser. Von da an war mir klar, die Frau ist eine Nummer zu groß. Doch gerade deshalb komm ich nicht von ihr los. Die Frau hat Rhythmus, die bringt mich einfach so mal eben aus der Fassung. Vielleicht verklag ich sie auf Unterlassung. Sie hat mir den Verstand geklaut, ich kann nicht mehr frei wählen. Und was sie mit mir macht, das kann ich niemandem erzählen. Die Liebe ist für sie auch eine Machtfrage. Und weil ich meinem Ego gute Nacht sage und sie fast verehre bis zur Selbstaufgabe, kann ich ihr nicht zeigen, was ich selbst drauf habe. Hat irgendjemand meine